Ich bin zurück, Gaia. Hallo, Aloy. Worüber willst du reden? Konntest du die Funktionen von Demeter nutzen? Ja. Ich konnte die Bodenbedingungen verbessern und ein temporäres Gleichgewicht herstellen. In der Gegend sollte es weniger wilden Pflanzenwuchs geben. Vielleicht können sich so die Felder von Rheinklang etwas erholen. Unglücklicherweise ist die Erholung in diesem Gebiet ohne die Unterstützung der Landgötter der Utaru unwahrscheinlich. Ich habe die Sache mit Zoe besprochen. Wir haben womöglich eine Lösung. Ja, ich helfe ihr dabei. Da ist etwas, das ich immer noch nicht ganz verstehe. Wieso hat Demeter Flugmaschinen benutzt, um Metallblumen zu verbreiten? In verwirrtem Zustand verteidigte sich Demeter gegen einen Roboterschwarm, der drohte, alle Pflanzen zu vernichten. Dachte sie, die Pharaoh-Plage wäre noch im Gange? Sie fürchtete, sie würde wiederkommen. Gemäß ihrer Direktive, die Vegetation der Erde neu zu pflanzen, wollte sie das Pflanzenleben um jeden Preis verteidigen. Sie hatte 20 Jahre, um sich auszubreiten. Also wirst du die Früchte ihrer Arbeit sicher noch eine Zeit lang finden. Gut, dass ich den Code habe, um die Ranken aufzulösen. Die Zeniths. Gerard, Eric, Tilda, Verbena. Beta sagte, sie gehörten zu den mächtigsten Menschen der Erde. Ich glaube, Elizabeth kannte eine von ihnen. Tilda. Hat sie sie jemals erwähnt? Nein. Elizabeth sprach oft von ihrer Arbeit oder erzählte von ihrer Mutter und ihrer Kindheit. Falls sie diese Tilda kannte, hat sie es mir nicht mitgeteilt. Was wir aus deinen und Betas Erfahrungen schließen können, ist, dass die Zeniths gnadenlos ihre Ziele verfolgen. Um das Leben auf der Erde zu schützen, müssen wir sie aufhalten. Beta ist überzeugt, dass wir Hephaestus nicht kriegen können. Glaubst du, dass sie es mit dieser Einstellung schafft, die Anlage und den Impulsgenerator zu bauen? Man wird sie überreden müssen. Doch mit Unterstützung wird sie es bestimmt tun. Oh, ich verstehe sie nicht. Sie ist überzeugt, dass wir scheitern. Sie ist ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Sie bleibt wohl am besten hier, wenn wir nach Gemini gehen. All diese Daten, die ich in alten Bunkern und Ruinen gesammelt habe. Ich hätte nie gedacht, dass andere Leute sie wirklich ansehen würden. Meinen Observationen zufolge beschäftigen sich deine Begleiter regelmäßig mit diesem Material. Erend hat bei diversen Gelegenheiten nach Geburtstagspartys gefragt. Er scheint irritiert von der Tradition zu sein, süßes Gebäck zu servieren, da sie nicht zu der Tradition der Osseram passt, sprudelndes Starkbier anzubieten. Er schlug auch vor, für dich eine Party auszurichten. Als Überraschung. Ja, nein, danke. Das hatte ich mir gedacht. Kommt Cotallo mit anderen klar? Ja, obwohl er es die meiste Zeit vorzieht, allein zu sein. Er scheint Daten zum Vormarsch der Kriegsmaschinen und bedeutenden Schlachten während der Pharaoh-Plage zu sammeln, um eine Karte von Operation Enduring Victory zu erstellen. Sein Ziel ist offenbar, die Kriegstaktiken der alten Welt zu studieren. Das würde ich gerne einmal sehen. Es ist wohl ein persönlicher Zeitvertreib. Er hat mein Angebot, bei seinen Forschungen zu helfen, mehrfach ausgeschlagen. Unser Plan zur Ergreifung von Hephaestus. Gehen wir ihn nochmal durch. Wie du meinst. Dank Betas Test wissen wir jetzt, dass Hephaestus nicht auf deine Alpha-Freigabe reagieren wird. Und aus diesem Grund musst du Ted Pharaohs Omega-Freigabe beschaffen. Genau, aus seinem Privatbunker, Theben.
In deiner Abwesenheit werde ich Beta helfen, die Transportanlage und Impulsgeneratoren zu bauen. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren. Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen. Vor der Verschmelzung. Wie lange wird das dauern? Meine Berechnungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich schätze, es dauert noch ein paar Stunden. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. Nachdem du nun Aether, Demeter und Poseidon hast, was ist mit der Biosphäre? Die lokalen Bedingungen haben sich verbessert. Superstürme haben nachgelassen. Zahlreiche Wasserquellen wurden gereinigt und Bodenbedingungen wurden saniert. Diese Verbesserungen werden den Umweltkollaps für einige Monate abwenden können. Mit etwas Glück hast du schon bald Hephaestus. Dann kannst du die Biosphäre endgültig reparieren, oder? Korrekt. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen und zu produzieren, um die Umweltschäden, die bewirkt wurden, umzukehren. Eins habe ich mich gefragt. Wie konnte Ted Farrow eine höhere Freigabestufe als Alpha erstellen? Elizabeth sorgte dafür, dass er das Projekt nicht stört. Womöglich beauftragte er seine eigenen Techniker, eine Hintertür zum Zero-Dawn-System zu schaffen, ohne Elizabeths Kenntnis. Meine Vorgängerin wusste nichts von ihrer Existenz, bis er sie aktivierte, um die Apollo-Datenbank zu eliminieren. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Einer, der uns erlauben wird, Hephaestus zu bezwingen. Zum Glück wissen wir dank Betas Informationen, wo wir eine Omega-Freigabe beschaffen können. Stimmt. Irgendwo in San Francisco. Also hat Gemini zwei Datenkerne. So eine Brutstätte habe ich noch nie gesehen. Aber du hast etwas von seismischer Aktivität erwähnt. Als meine Vorgängerin versuchte, die Brutstätte zu bauen, wurde der Bau von einer Reihe von Erdbeben unterbrochen. Der Datenkern wurde bereits gebaut, aber der Rest der Anlage wurde beschädigt. Also begann sie erneut. Ein zweiter Kern wurde gebaut. Aber nach weiteren Beben gab sie den Standort auf. Zum Glück. Gibt es immer noch Beben? Nein. Obwohl sie auch bei anderen Anlagen in der Region Instabilitäten bewirkt haben. Also war die Anlage, in der ich Demeter entdeckte, vorher eine Agrarforschungsanlage von Farrow. Dort wurde das Biomasse-Umwandlungssystem entwickelt. Aber auch die Diamantranken. Wusste Elizabeth, dass sie daran arbeiteten? Wahrscheinlich wurde sie über andere Versuche, den Maschinenschwarm zu bekämpfen, gebrieft. Obwohl ihr Fokus nur Zero Dawn galt. Das macht Sinn. Aber die Ranken funktionieren tatsächlich. Hätten sie rechtzeitig gegen die Farrow-Plage einsetzen können? Mit den Daten über das Projekt habe ich mehrere Simulationen durchgeführt und daraus ermittelt, dass es nie funktioniert hätte. In allen Szenarien hätten die Farrow-Kriegsmaschinen die Ranken gehackt und deaktiviert, bevor sie den Schwarm hätten eindämmen können. Dann war Zero Dawn wirklich die einzige Lösung. In der Treibhausanlage gab es eine Menge Daten über Landwirtschaft. Helfen Sie den Quen, ihre Heimat in Ordnung zu bringen? Ich starte eine Anfrage. Fertig. Die Daten enthalten Informationen über neue Pflanzenbaumethoden, die dem Stamm auf lange Sicht helfen könnten. Aber neue Pflanzen werden die Welt nicht retten. Dann hängt es wohl an uns.
So ist es. In einem der offenen Räume fand ich Daten. Es soll unter der Anlage noch funktionierende Saatgutbanken geben. Nur wieso? Meine Vorgängerin hatte die Aufgabe, die Biosphäre mit primären und sekundären Pflanzenspezies wiederherzustellen. Wäre alles nach Plan gelaufen, wären die Menschen irgendwann in der Lage gewesen, tertiäre Spezies einzuführen, darunter neue Pflanzen. Haben wir Zugriff darauf? Leider müssen wir noch warten. Ich brauche die Kontrolle über die Maschinen, um die konservierten Samen zu erhalten und verteilen zu können. Und dafür brauchen wir Hephaestus. Darum kümmern wir uns später. Ich muss los. Wir sehen uns. Bis dann. Die Alten haben für meinen Geschmack etwas viel Vieh gegessen. Manche ernährten sich eher wie Vegetarier. Sie nannten sich Vegetarier. Hier steht, dass alle Alten gerne sein Zeug aßen, das Schokolade genannt wurde. Gaia? Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Tja, jetzt wird es genutzt. Erend und Gutallo haben ihr Zeug hier abgestellt. Was kommt jetzt? Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen. Ich bin ihnen schon einmal begegnet. Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie. Hm. Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Ekaro hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Wir hatten dringendere Sorgen, wie du weißt. Mir leid. Mehr weiß ich nicht. Ach, schon okay. Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich. Wenn du einen Moment Zeit hast. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Was tun die Tenakt, um zu entspannen? Du weißt schon. In einer Trainingspause. Wir spielen Streit. Dein Außerraumfreund, Erend, ist überraschend gut darin. Er hat mich aber noch nie geschlagen. Es hilft, strategisch zu denken. Schärft den taktischen Verstand. Klingt irgendwie trotzdem nach Training. Hast du was Interessantes gefunden? Gaia sagte mir, wo ich Daten über die Kriegsführung in der alten Welt finde. Ich wusste, dass die Zehn gegen Maschinen kämpften, so wie wir. Doch es scheint, sie waren unter den Letzten ihrer Art. Später
kämpften Maschinen gegen andere Maschinen im Namen gieriger Heerführer und deren Drang nach Ländern und Reichtümern. Wenigstens die Tenakt haben den Mut, bei Konflikten ihr Leben zu riskieren. Das ist natürlich sehr nobel, aber vielleicht brauchen wir vor allem weniger Konflikte. Ja, natürlich. Hekaru würde es auch so wollen. Ich muss jetzt los, hab einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich ruf dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Aloy, du gehst weiter nach Westen jenseits des Tenakt-Clan-Gebiets? Weißt du etwas über das Gebiet? Nur Hörensagen. Die Utaru erzählen Geschichten von einer Insel jenseits der Westküste. Sie nennen sie die Insel der Türme. Es heißt, die Alten hätten dort Türme gebaut, die den Himmel berührten, um weit weg von der Erde zu sein, die sie gebar. Als wollten sie nicht erinnert werden, dass sie einst zu ihr zurückkehren. Klingt wie etwas, das Ted Farrow tun würde. Geht's dir und Val gut? Beim Training, meine ich. Uns geht's gut. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne mal eine Pause vom Studieren hätte. Nur wir zwei. Aber wer kümmert sich dann um Erend? Kotalo ist auch noch da. Ein lauter Osseram und ein grübelnder Tenakt. Was soll da schiefgehen? Was haben alle so gemacht? Ich habe versucht, gemeinsam mit Beta zu essen. Sie sollte sich mehr zu Hause fühlen. Vielleicht sogar hier oben schlafen, statt in diesem dunklen Keller. Hat keine Wirkung gezeigt. Der Versuch ehrt dich. Geduld bringt die reichste Ernte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wie viel hast du über Ted Farrow gelesen? Genug, um sich zu fragen, wie ein Mann, der sich so um die Heilung der Welt bemühte, sie einfach durch Gier und Stolz untergehen ließ. Wenn eine Seele so verkümmert, ich weiß nicht, ob ich ihn hasse oder bemitleide. Ich schätze, du hast dir Demeter angeschaut, jetzt da Gaia mit ihr verschmolzen ist. Ja, man spürt Ehrfurcht. Zu wissen, dass die Samen in diesem Beutel von den Samen stammen, die in der alten Welt für Demeter waren. Das lässt hoffen, dass der Kreislauf des Lebens wie zuvor weiter bestehen kann. Ist der Neustartcode für die Landgötter bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Der Code muss an alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind drei fortgezogen. So, Ti und Do. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Wir lassen dein Volk nicht verhungern, so. Versprochen. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich kriege ich, was wir brauchen, um Hephaestus zu schnappen. Danach brauche ich die Hilfe von euch allen. Wir sind bereit. Aloy, du bist hier. Hast du die Quen bereits getroffen? Noch nicht. Nach all dem Ärger bei der Beschaffung der Unterfunktion ist nicht fair, dass du mit den Quen auch allein klarkommen sollst. Es ist sicherer so. Sie halten mich für Sobek oder so ähnlich. Sie werden mir nichts tun. Aber zu anderen wären sie wohl nicht so nett. Wenn du meinst, sag Bescheid, wenn du was brauchst, bevor du gehst.
Du hast die Forschung hoffentlich nicht vernachlässigt, als ich weg war. Riskieren, dass Zoe mich verprügelt? Ich liebe mein Leben. Also, ich habe von Ted Farrow gelesen, wie er die Welt zerstörte und sich verkroch, nachdem er die Retter getötet hatte. Der hatte es wirklich in sich. Kannst du alle auf die Mission vorbereiten, während Beta und Gaia die Anlage bauen? In Ordnung. Was ist? Nichts, nur dass sich einfach alles ändern wird. Wir holen Gaia und sie hilft uns, alles richtig zu machen. Ohne Zeniths, keine Störungen mehr. Es wird eine andere Welt sein. Ich freue mich, aber wie die Nora wohl reagieren werden. Und die Kaja und, naja, alle anderen. Konzentrieren wir uns darauf, Gaia zu reparieren. Du hast recht. Wir müssen eine wütende KI stoppen. Wenn ich die Omega-Freigabe bekomme und wir Hephaestus schnappen, sind wir den Zeniths vielleicht überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir, zur Abwechslung. Ich melde mich, wenn ich etwas brauche. Verstanden. Außerdem wurden alle an den Impulsgeneratoren geschult. Gut. Habe ich was von einer Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie läuft's mit Kotallo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Tatsächlich habe ich Streit mit ihm gespielt. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen. Aber ich lebe noch. Schön zu hören. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Val dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy. Das Zenith-Forschungslabor ist auf der Klippe. Laut Kotallo sind dort die Bauteile für seinen neuen Arm. Er muss wissen, dass ich hier bin. Kotallo sollte wissen, dass ich wieder beim Zenith-Labor bin. Hey, Kotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest, und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Zum Labor geht's hier lang. Alles okay? Ich schaff das.
Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Hephaestus war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. Aus dem Kampf. Vernichte sie! Respektiere die Fremde! Zum Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm! Schwer zu glauben, aber ja. Feinde voraus. Jetzt geht's los. Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Hilfe aus. Bringen wir ihnen Respekt bei! Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Es ist kaum Platz zum Atmen. Ach, nach unten. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich
Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Für die gefallenen Marschälle!